Scheiße, das hat ihnen gar nicht gefallen. Pass auf dich auf, Amigo. Du hast es noch nicht geschafft. Ja, ich weiß. Ich kriege Besuch. So, der Erste. Komm her. Jetzt fehlt der Zweite. Ja. Mist. Sieht er uns? Ja, er hat uns gesehen. Er hat uns gesehen. Er hat uns gesehen. Und komm dich da. Ach Mist. Nein. Haut er einfach ab. Und entkommen. Okay. Ja. Kommt rein hier. Ich glaube, die Methode könnte ganz gut funktionieren, die wir hier gerade durchziehen. Na komm, dann geh nicht wieder zurück. Bitte. Das ist doch nicht lustig. Du musst doch deine Leute sehen hier. Ich probier's einfach. Ich probier's einfach. Mehr als probieren kann ich nicht. So, liebe Freunde. Da oben haben wir welche. An der Tür. Und da hinten. Ja. Ich hoffe, wir werden nicht gesehen. Und weg mit dir. So, wie sieht's da oben aus? Da ist jedenfalls der Ausgang. Bitte, 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 bitte. Schnell, 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 schnell. Jawohl. Oh, lass es klappen, lass es klappen. Aber wir müssen oben auch noch raus, oh mein Gott. Es ist nicht so einfach, wie es aussieht. Komm schnell nach oben.
Ich bin beim Aufzug. Der Motor schnurrt. Zitara, wir kommen zurück, aber Ray und ich müssen noch woanders hin. Du bist wieder unsichtbar. Danke. Ich komme jetzt raus, Ray. Machen wir Schluss. Ich guck mich erstmal um hier, ja? Hä? Nee, Moment. Hier ist irgendwas faul. Leute, hier ist irgendwas faul. Das darf's nicht sein. Hier ist irgendwas faul. Ich wusste es. Wo? Da oben sitzt er. Ach du heilige Harry. Und keiner hat irgendwelche Handgranaten dabei. Aber wir könnten jetzt, ja? Sicario kommt. Bewerbt diesen Cabron Levanton. Wir könnten das jetzt zumindest machen. Denn wir müssen da hinten raus. Oh mein Gott. Wir hätten es auch nicht geschafft, ne? Da kommen sie. Jawohl. Das, so gefällt mir das. Dezimiert euch. Toll. Braucht jemand einen Besuch von Miasnik? Ah, da sind sie ja schon. Boah. Leute. Ich glaube, das wird nicht so einfach. Ja, wir probieren es doch mal. Was spielen sich die kleinen Scheißerchen hier so auf? Den zeigen wir es. Wir müssen. Oh Gott. Ey, das ist echt. Wow. Wo? Wow. Ah. Wir müssen vorher schnell wegrennen. Sonst sind die da und... Wir müssen vorher schnell wegrennen. Seht euch um! Nee, hier hinten nützt uns das gar nichts. Nee. Das ist verkehrt. Schon verkehrt hier laufen. Wobei... So. Wir könnten jetzt nämlich Unruhe stiften. Es gibt da wohl einen Verräter. Ihr wisst, was zu tun ist. Schnell, da kommt. Mist. Zielbeschreibung trifft. Ah. Verdammt! Oh, was haben wir denn hier für eine nette Wumme? Eine, die uns selbst tötet. Okay, ich weiß auf alle Fälle, wir können uns jetzt ein bisschen... heckmäßig... Oh...
Klappe. Ah! Aber wir können damit sehr gut streumäßig die Leute flach legen. Das ist gut. Wir probieren es nochmal. Reicht das? Es reicht. Komm mal schneller. Ecke die Welt. Abzeichen. Na, jetzt bin ich gespannt. Aktion beendet. Das war's, Leute. Verdammt. Irgendwo in San Francisco. Was geht, Homie? Marcus? Ich muss zugeben, ich kapier nicht, wieso ihr herkommt, aber... Oh, halt. Halt. Das ist doch nicht irgend so ein Macho-Blödsinn, oder? Ach, würdest du uns dann aufhalten? Was, dich und Steinzeit Junior? Ich glaube, die Chancen stehen nicht schlecht, sogar besser als in Vegas. Steinzeit Junior hier ist... Ich kenne dieses Fossil. Ich war bis zu den Schultern in Ray Kennys Hirn. Hab seinen Code durchwühlt, aufgepäppelt und überschrieben. Aber eins muss ich dir lassen. Für einen Neandertaler wie dich war der Ansatz nicht schlecht. Chapeau, mein Freund. Ist nicht nötig, dass dir wegen mir gleich einer abgeht, du. Das hier ist nicht unbedingt ein Rendezvous, weißt du. Es ist ja ein... Wie hast du gesagt? Einmal ficken, weiterschicken war der Ausdruck. Ja, das. Genau. Tja, dann. Ich schieb gern mal eine schnelle Nummer, aber... Warum seid ihr hier? Tja. Mann, das könnte echt wichtig sein. Lass mich dir was erzählen. Unsere Story. Alle deine Vergehen, es weiß jeder Bescheid. Verrat an der Öffentlichkeit, Manipulation des Aktienmarkts, die Lügen, der Betrug. Und scheiß Bellwether. Einfach alles. Du blöst. Wer wird dran sein, wenn du dieses Mal abnimmst? Vielleicht Blumen, die dich allein vor das Erschießungskommando schicken. Vielleicht dein Anwalt, der dir sagt, dass es keinen Ausweg gibt. Vielleicht auch nur ein Telefonverkäufer. Du solltest diesmal wirklich rangehen. Tja. Egal, wer es ist. Du hast das letzte Mal Leute verarscht. Sean Nemec, Sie sind verhaftet. Hände auf den Rücken. Finger verschränken. Sofort. Du, Sean Nemec, Sie haben das Recht zu schweigen. Er ist aber nicht der Drahtzieher. Sondern es ist die CEO. Haben wir gelernt, ne? Wir sind noch nicht fertig. The roof is on fire. The roof is on fire. We don't need the water. Let the motherfucker burn. Klingt es fast ist genauso. Schalter für eure Angst. Die Angst vor dem anderen. Cisco. Sie wollen euch isolieren. Man nennt das Teilen und Herrschen. Sie haben euch glauben lassen, ihr hättet genau das gewollt. Damit ihr unter Kontrolle bleibt und unwissend. Sie haben euch mit CTOS ausspioniert, um euer Verhalten vorauszusagen und euch zu manipulieren. Sie haben gelogen. Und wir haben euch versprochen, die Wahrheit zu zeigen. Wir haben euch eingeladen und ihr kamt. Ihr habt gemeinsam gesagt, uns lügt keiner mehr an. Uns macht keiner Angst. Uns bringt keiner zum Schweigen. Gute Arbeit.
Danke. Okay. Bisschen lang. Okay. Mal sehen, wie die Welt aussieht, wenn wir keine Angst haben, zusammenzuhalten. San Franciscos Hacktivistenzelle DedSec hat mutmaßlich den bisher größten Skandal von Silicon Valley aufgedeckt. Die Hackergruppe legte Beweise vor, dass Blooms technischer Direktor Dushan Nemec seinen Zugriff auf CTOS-Daten für eigene finanzielle und politische Zwecke missbraucht hat. Er wurde verhaftet und muss sich wegen mehrfachen Betrugs vor Gericht verantworten. Seine Konten wurden zwischenzeitlich eingefroren. Blooms PR-Sprecherin Charlotte Gardner gab an, dass die Firma schockiert sei, die Sache untersuchen wolle und mit den Behörden kooperiere. Ja, alles klar. Die von DedSec vorgelegten Beweise könnten Nemec für lange Zeit hinter Gitter bringen. Bauernopfer. Vollkommen Bauernopfer. Liebe Leute, das war Watch Dogs 2. Und ich muss zugeben, zum Ende hin und die Hauptmission... wie drücke ich es am besten aus? Ich bin nicht hundertprozentig geflasht, ja? Aber es war sehr gut. Und zwar haben mir die Missionen sehr gut gefallen, die Hauptmissionsstränge. Ich empfand auch die restliche Mission nicht zu, wie soll man sagen, so dieses Repetitive, sondern es hat schon Spaß gemacht. Aber es gab so ein paar Stellen, wo ich dann immer dachte, oh mein Gott, ich meine, man kann sich über sich selbst lustig machen oder, ne, und sich selbst, ihr wisst schon, was ich meine, aber manchmal war das so aufgesetzt und so überspitzt, also so dermaßen überspitzt, dass es wirkte wie, na, wie soll ich sagen, wie gewollt und nicht gekonnt. Nein, Potenzial hat es definitiv. Die Story dahinter, beziehungsweise die Gefahr dahinter, die hier versucht wurde zu thematisieren, die ist realer, als wir uns meines Erachtens vorstellen können. Denn durch diese ganzen Geschichten, Daten produzieren in jeglicher Art und Weise, es reicht wirklich, dass man 3 oder 4 von solchen Sachen schafft zu verknüpfen, auf unterschiedliche Art und Weise. Browser hinterlassen Spuren, teilweise sogar eindeutige Spuren kann man mitunter das auf bestimmte Personenkreise oder sogar auf eine bestimmte Person zurückverfolgen, wenn man dann vielleicht noch eine Querinformation hat. Also sprich, euer Browser ist mehr oder weniger schon fast irgendwo nicht zwar einzigartig, aber er kommt nicht so oft vor in der Konfiguration, was für Plugins drin sind, Browser, Auflösung, welche Version, dahinterliegendes Betriebssystem und. Und genauso ist es da auch, wenn du Daten hast, links, rechts, oben, unten, Gesundheitsdaten, Finanzdaten hier, dann hast du drüben noch Personaldaten und wenn die dann nachher miteinander verknüpft werden, das ist dann nachher das Gefährliche. Denn wenn die Daten erstmal existieren, ist es überhaupt kein Problem mehr, auch kein gesetzliches Problem mehr, dass irgendjemand kommt, sei es jetzt die Politik, sei es Unternehmen, Wirtschaft oder wer auch immer, die Daten nimmt, miteinander verknüpft und irgendwelchen Schindluder damit treibt. Und wer das Ganze mal abtut mit, das sind ja, weiß ich nicht, Urlaubsfotos, was soll das, das interessiert ja sowieso keinen und das... da kann man ja nicht weiter draus an Informationen ziehen. Doch, inhaltliche Daten, Fotodaten, wo aufgenommen, wann aufgenommen. Vielleicht gibt es sogar ein Muster, jährlichen Muster, halbjährlichen Muster, dass man an dem gleichen Ort ist. Die Wohnung ist dementsprechend frei oder das Haus in dem Zeitraum. Man kann einbrechen, beziehungsweise man kann reingehen. Warum sollte man denn reingehen? Ja, keine Ahnung, gibt es bestimmt immer schöne Sachen. Gibt doch unterschiedliche Leute. Genauso ist es, dass man bestimmte Daten nicht einfach irgendwo hin sendet, ohne Verschlüsselung oder wie auch immer. Es gibt Leute, die schicken als Unternehmen ihre BWA, ihre monatlichen Abrechnungen bzw. Bilanzen klar öffentlich zum, weiß ich nicht, Steuerberater und sonst wo. Sowas macht man nicht, weil... Es kann gelesen werden, es wird mit Sicherheit auch irgendwo gelesen, irgendwo an irgendeiner Stelle wird es in irgendeiner Art und Weise erfasst werden.
Und ich glaube, solche Sachen wie NSA-Skandal und haben gezeigt, dass man definitiv immer im Rampenlicht steht, ob man es will oder nicht und ob man überhaupt böse ist oder nicht, ob man Schlagworte irgendwo reinhämmert aus Jux und Dallerei und deswegen dann irgendwo in eine Maschinerie und in einen Überwachungsprozess läuft. Das muss ja nicht mal eine staatliche Überwachung sein. Ja? Also es ist heutzutage wirklich eine Menge möglich. Und es ist noch viel mehr möglich. Ihr braucht ja bloß mal gucken, Amazon. Wenn ihr euer Amazon-Konto relativ sauber pflegt, also sprich nur eure Sachen dort kauft, was ihr gerne kaufen möchtet. Amazon macht sehr interessante und fast korrekte Vorschläge. Teilweise auch von Dingen, die ihr vorher nicht wusstet, dass ihr haben wollt oder dass sie existieren. Und ihr sie dann gegebenenfalls kauft. Und genauso ist es auch mit anderen Plattformen. Und stellt euch mal vor, wenn diese Datenberge miteinander verkoppelt werden. Meine Güte, das möchte ich gar nicht wissen. Und genau das ist das Szenario, was hier angespielt wird. Und deswegen finde ich es eigentlich so grundinteressant, egal wie die Spielweise dahinter liegt, wie und was und warum man mit solchen Sachen machen kann. Sicherlich überspitzt, sicherlich auch humoristisch dargestellt, sicherlich auch wirklich stellenweise sehr utopisch und mit Waffengewalt und hast nicht gesehen, wir haben es ja in der letzten Folge gesehen, was da los war, aber es ist so weit von der Realität nicht entfernt und die Gefahr, die dort die Gefahr, die dort zumindest bildlich versucht wurde, euch anzutragen, ist so unreal nicht. Deswegen, was kann man tun? Ja, sensibel mit seinen eigenen Daten umgehen, sensibel mit den Informationen anderer umgehen, nicht einfach bereitwillig überall Daten hinpacken, nicht immer die gleiche E-Mail-Adresse benutzen. Heutzutage kosten eigene Domains überhaupt kein Geld und man kann so viele Dummy-Mail-Konten und Alias erzeugen, dass man eigentlich für jeden Shop eine eigene E-Mail-Adresse hat. Denkt mal drüber nach und überprüft mal, von welchen Adressen ihr dann später Spam bekommt. Dann könnt ihr nämlich sagen, wer verkauft entweder eure Daten oder wer geht sehr schludrig mit euren Informationen um, dass Spammer oder andere Institutionen an diese E-Mail-Adresse kommen, die eigentlich nur diese eine Institution hat. Schon seltsam. Ja. Was gibt's noch zu da? Es ist ein sehr gutes Spiel, es ist kein ausgezeichnetes Spiel, dafür fehlten an einigen Stellen doch ein bisschen spielerische Elemente. Ich fand es an einigen Stellen ein bisschen unperformant. Es wurde durch Patches doch verbessert, ja. Man hat auch gesehen, dass der Wille da ist, es zu verbessern. Und dass auch der Wille da ist, auch kostenfreien Content zu liefern. Wie sich das weiterentwickeln wird, also wir haben eigentlich hier ein relativ offenes Ende. Also wir haben das Bauernopfer Duchamp, ne? Und wir wissen ja ganz genau, dass er das ja nicht ist, denn wir wissen ja, dass die CEO letztendlich genau wusste, was Duchamp macht und es gar nicht mal missbilligte, sondern ihn unterstützt hatte und wahrscheinlich sogar ihn aufgrund seiner Intrigen selber rauskicken wollte, damit sie die Sache übernehmen kann. Und wenn jetzt dieses, ach, so erschrockene Blumen jetzt interne Nachforschung anstrengt, wird natürlich nichts rauskommen, wie es normalerweise in irgendwelchen Unternehmen ist, wie beim Abgasskandal oder sonstiges. Da wird nichts rauskommen. Da gibt es ein paar Bauernopfer, die dürfen dann gehen, werden noch vielleicht noch mit tollen Abfindungen gesegnet. Aber letztendlich der Kopf, der so stinkt vom Fisch, der ist ja noch da. Und ich denke mal, da werden sich die DLCs hinbewegen von der Story her, denn wir sind nicht fertig. Und ich glaube auch, dass sich hier Ubisoft eine Tür offen lässt, um zu sagen, wir sind nicht fertig und es wird wieder ein Bösewicht kommen und diese Sache übernehmen wollen, schlimmer machen wollen, denn wir brauchen ja ein CTOS, denn alles ist CTOS und wer möchte nicht seine Kaffeemaschine früh morgens ferngesteuert schon den Kaffee aufgebrüht haben und die Kaffeemaschine twittert und hast du nicht gesehen? Also man hat es ja gesehen. Also es war ein bisschen sehr vereinfacht, logisch, ja. Wieso können wir mit so einem Handy alles machen? Ja, ich weiß, aber es ist so. Ich weiß nicht, wie ich es am besten ausdrücken soll. Natürlich sitzen jetzt nicht die Leute irgendwo in der Ecke und ihr müsst euch immer umgucken, ob nicht irgendjemand per Bluetooth oder weiß der Geier was Schnittstelle euer Handy hackt und eure Nachrichten mitliest. Weil das Hacking entweder erstens an anderer Stelle stattfindet, also sprich
weiter im Internet, beziehungsweise einfach da, wo die Daten dann liegen, sitzen eben halt die Leute und sammeln die Daten. Ich glaube, das ist auch eher der Gedankengang, der dahinter steht, dass alles da ist. Und Ubisoft hat sich ja selber ja auch ein bisschen auf die Schippe genommen, also mit diesem Trailer, mit dieser Nebensequenz, Nebenquest, weil, was heißt das eigentlich? Also für mich heißt es an der Stelle, wo Daten entstehen, wo Daten existieren, gibt es immer eine Möglichkeit, egal wie geheim man arbeitet, dass es so gut wie immer eine Möglichkeit gibt, wenn es irgendwo Schnittstellen gibt, dass die Daten weg sind, also entwendet werden können. Und deswegen ist es so wichtig, dass man seine Sachen A, soweit es geht, schützt wie möglich und B, einfach vermeidet, so weit wie möglich Daten zu produzieren. Anders ist es natürlich, wenn man es bewusst macht. Und das ist wirklich der essentielle Unterschied. Ich kann bewusst Daten produzieren. Mache ich ja auch, indem ich hier Videos hochlade, meine Stimme, gegebenenfalls mal mein Bild einblende oder hast du nicht gesehen. Aber ich bin genauso verantwortlich zum Beispiel für meine Kids und sollte es natürlich unterlassen, Fotos oder weiß der Geier was, Videos von meinen Kids öffentlich zu stellen, denn wenn sie später mal 18 sind oder größer oder wie auch immer, sie werden vielleicht ihres Lebens nicht froh. Und keiner, wirklich keiner der eigenen Kinder möchte dann später mal sehen, wie sie als Babys ausgesehen haben oder irgendwelche peinlichen Fotos ins Netz gestellt wurden oder was auch immer. Ich kann es an der Stelle wirklich nur, nicht nur empfehlen, ich kann nur mahnend dastehen, ihr könnt über euer eigenes Leben und über eure eigenen Veröffentlichungen entscheiden, wie ihr wollt. Das ist euer gutes Recht, wenn ihr sagt, oh, das stört mich trotzdem nicht. Meckert aber später nicht darüber, dass ihr nichts davon gewusst habt. Und zweitens, lasst eure Kinder oder andere Familienmitglieder aus dem Spiel, solange sie es nicht explizit ebenso wollen. Das ist eigentlich der eigentliche Hintergrund. Also sprich, ihr dürft alles selber veröffentlichen, wie ihr wollt, aber eben halt nur euren Kram. Und sobald es andere tangiert oder wie auch immer, dann sollte dann schon ein höheres Interesse da stehen. Da kommen wir zu dem Punkt Whistleblower. Whistleblower sind keine bösen Menschen. Whistleblower sind normalerweise Leute, die der Meinung sind, dass sie hier Informationen haben, die normalerweise die Öffentlichkeit interessiert, weil die Informationen aus einem Kreis kommen, die entweder in erhöhtem Maße lügen, und ich rede nicht davon, dass die Freundin irgendwo den Freund behumst, ne, und deswegen das veröffentlicht werden muss. Nein, höheres Interesse ist es halt ein gesellschaftliches Interesse, dass ein Unternehmen, weiß ich nicht, Gift irgendwo in Essen drin hat oder eben geheime Datenschnüffelei passiert und dass dann jemand wie Snowden kommt und das anprangert und offizielle Dokumente, die eben halt im Prinzip sind sie ja entwendet, mitgenommen worden sind, veröffentlicht werden. Und diese Leute prangern etwas an und das zu Recht. Also es gibt Schattierungen, aber diesen Abhörskandal, den kann man nicht einfach damit wegwischen von wegen, ja, das braucht man ja, um böse Menschen gefangen zu nehmen. Wenn unsere Gesetze nicht mal in der Lage sind dazu, mit den Gesetzesvorhaben, die wir jetzt aktuell haben, Leute zu überwachen, dann reicht es nicht einfach aus, also nee, das ist Quatsch, nochmal. Wir haben Gesetze, die es erlauben, punktuell Leute zu überwachen, die ins Raster gefallen sind, ins Raster, weil sie eben halt Dinge vorbereitet haben und dabei beobachtet worden sind. Ja? Und man schafft es nicht mit der normalen Gesetzeslage, diese Leute irgendwo anderweitig zu überführen und denkt sich jetzt einfach, Mist, wir brauchen jetzt noch mehr Zugriffe und am besten so weite Zugriffe, dass wir erstmal alle Daten haben, egal ob derjenige was getan hat oder nicht. Und das geht dann an der Stelle zu weit, weil es interessiert einen Scheiß die Leute, was hier an meinem Router für Daten rausgehen, solange ich nichts Kriminelles mache. Und wenn ich etwas Kriminelles machen sollte, dann darf gegebenenfalls unter richterlicher Anordnung punktuell eine Überwachung passieren, aber eben halt nicht bei allen anderen Internetnutzern. Und das ist das, glaube ich, was in den Kopf rein muss. Und genauso wenig kann man eben halt alle Leute general überwachen an Plätzen, in Straßen und weiß der Geier was. Und das noch mit Systemen wie Indekt miteinander verknüpfen, die dann auch noch automatisiert auswerten, ob du dich gegebenenfalls gerade verdächtig bewegst
als du die Tasche abstellst, könnte ja eine Bombe drin sein, und dann automatisiert Informationen abgeben, ey, da ist jemand und der steigt gerade in ein Auto, automatische Kennzeichenerfassung, das Auto fährt weg, das System nimmt sich die nächstbeste Kamera, um das Auto weiter zu verfolgen. Utopie? Nein, ist es nicht. Gibt's schon. Wie gesagt, googelt mal nach INDECT, INDECT. Dieses System ist da, Deutschland hat mitgemacht, da an der Stelle beziehungsweise deutsche Universitäten einige. Vielleicht ist da ein hehres Ziel dahinter gewesen, aber was damit machbar ist und was später damit machbar sein wird, wenn es weiter vorangetrieben wird und noch weiter intensiviert wird, braucht ihr euch einfach nur ausmalen oder eben halt hier bei diesem Spiel gucken. Ich denke mal, das steuert recht gut in so eine Richtung hin. Und ich sehe gerade die ganze Zeit, ist mein Mauscursor hier. Ich habe den gar nicht bewegt. Nicht, dass hier mein Monitor noch dunkel geworden wäre. Boah, wie lange quatsche ich denn? Meine Fresse, 12, 14 Minuten. Aber es tut mir leid an der Stelle. Das Thema ist für mich absolut wichtig. Und das ist eine Sache, die kann man nicht einfach nur in 140 Zeichen auf Twitter quetschen. Das muss man einfach mal besprechen. Und ich lade an der Stelle wirklich jeden gerne ein, hier unter dem Video vernünftige, also ich möchte hier nicht so, du Arsch, und hast du nicht gesehen, vernünftige Kommentare dazu zu sehen, was ihr dazu denkt. Wie weit Fiktion ist das, was man hier gesehen hat? Oder nicht nur oder, und wie sieht es vielleicht für euch aus? Seht ihr vielleicht die Punkte ähnlich, die ich angesprochen habe? Seht ihr was anderes? Wenn ja, wie seht ihr das anders? Das würde mich mal wirklich interessieren, weil das Thema wird in der Zukunft wichtiger denn je. Tja, vor allem wie viele Leute da schon wieder mitgemacht haben bei diesem Spiel. Beim Flying Architects Team, warum sind wir denn, und Boom Boom Team? Was ist denn das Boom und das Atlas Team? Meine Fresse. Asset Store Team. Ich habe jetzt sogar die ganzen Leute hier überlesen, beziehungsweise nicht gelesen, aber das ist nun mal so. Ich habe mich ja gerade in Rage geredet, das tut mir doch an der Stelle leid. Ah, was sagt denn Uhrzeit? Ey, wir sind eigentlich ganz gut in der Zeit, von meinem Aufnehmrhythmus her. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Und von meiner Session her, oh Gott, wann habe ich denn angefangen? Vor 1, 2, 3, vielleicht 4 Folgen. Ja, die lasse ich jetzt nicht komplett laufen. Die habe ich bestimmt irgendwo schon zwischendrin geschnitten. Das ist doch einigermaßen, ja, sonst wird die zu lang. Die wird definitiv zu lang. Und ich will gucken, ob hier hinten noch irgendwas kommt, noch eine Sequenz oder was auch immer, die so einen Ausblick auf mehr macht. Mehr Autos, mehr Straßen, mehr Hacking. Apropos Hacking, ja. Oder doch? Nee. Oder? Ich weiß es jetzt nicht. Gibt es Verbesserungsmöglichkeiten an dem Spiel? Ja, gibt es. Also ich hätte gerne, dass man ab und zu noch hätte springen können. Klingt zwar jetzt doof oder dämlich, aber ich fühlte mich da irgendwie ein bisschen limitiert. Ansonsten wäre nämlich weitaus mehr Freiheit da gewesen. Dann wäre die Möglichkeit gewesen für diejenigen, die doch ein bisschen Hardcore durchspielen wollen, dass sie vielleicht sich besser noch ausrüsten könnten. Also zumindest eine schusssichere Weste. Die Gegner zum Schluss, die waren ja dann doch ganz schön tough gewesen. Das hätte man wirklich nur noch erledigen können mit den passenden Waffen. Und hätte man jetzt die Waffen nicht so gehabt, wie ich sie da hatte. Ich hatte irgendwann mal zwischendurch wahrscheinlich dieses Ding da, diesen Schocker gekauft. Der hat uns ja letztendlich das Genick gerettet. Muss man auch dazu sagen. Glück, dass ich den noch gesehen habe. Egal. Um eben halt so durchzuraschen. Achso. Was Kritikwürdiges noch an dem Spiel, ja. Ich hatte es zwischendurch schon mal erwähnt für denjenigen, die das gesehen haben oder gehört haben. Ich fand und finde es eigentlich schade, dass unsere Aktivitäten keinerlei Konsequenzen haben. Das heißt, wir können mordend und ballernd und hast du nicht gesehen, durch die ganze Stadt reisen, aber wir verlieren zum Beispiel keine Follower. Wisst ihr, was ich meine? Also, ich hätte erwartet, dass zumindestens moralisches Handeln besser belohnt worden wäre. Also, dass wir lieber eher Elektroschocken statt erschießen. Ja. Das kam mir persönlich zu kurz und das wäre eine Sache, die man vielleicht doch weiter ausbauen sollte. Oh, wie viele Songs hier drin sind. Wahrscheinlich muss ich alles stumm machen und hochladen danach. Ich weiß es nicht. Habe ich doch was vergessen? Ähm,
Das, genau, mit den Dings. Die Autos, das war nachher später okay. Die Updates, da hätte ich mir gleich noch ein paar Variationen versprochen. Hielt sich aber alles in Grenzen. Also wir haben es ja geschafft. Also das. Oh, jetzt sind wir schon in Paris. Ey, Mann, das ist ja ewig, dieser. Boah, Dobrowolski. Da, Ubisoft Toronto. Ich habe hier langsam das Gefühl, die werden alle hier bloß erwähnt, weil sie bei Ubisoft arbeiten. Also die haben jetzt nicht an dem Produkt weitergearbeitet. Vielleicht hier Finance, wahrscheinlich hat einer mal eine Buchung gemacht wegen Lohn und Gehalt oder so. Aber ich glaube nicht, dass die Teams so weit verstreut jetzt an diesem Projekt gearbeitet haben. Bukarest jetzt. Waren wir schon Ubisoft Deutschland? Reflections. Noch ein Studio von Ubisoft. Ich will doch bloß gucken, ob... Achso, das gibt diesen zurück. Hört der gar nicht mehr auf, oder? Ich drück mal das zurück. Etwas früher. 600.000 Follower. Was ist denn etwas früher? Blumenmontur, graue Strickjacke. Ah, jetzt haben wir die Klamotte von ihm gekriegt. Ja. Haben wir jetzt noch was? Wir können jetzt mit den Leuten quatschen. Warum? Gucken wir mal. Marcus Holloway, Geißel der Kirche. Komm schon. Marcus Holloway, Fluch der Tablet-Fakerei. Furchtbar. Marcus Holloway, Untergang der New Dawn. Der war gut. Nehmen wir den. Aha. Jetzt können wir immer mit denen quatschen, oder was? Was mit dir? Citara, erzähl mal. Wie verkraftet DedSec den New Dawn-Sieg? Wir profitieren. Im ganzen Land gibt es unzählige Proteste. Und sogar Leute, die mit uns nichts zu tun haben, machen mit. Könnte nicht besser laufen. Außer man würde die Kirche komplett schließen. Wir hören erst auf, wenn das passiert. Miranda und Jimmy Siska an der Front schaden New Dawn echt gewaltig. Okay, ach, wir hätten das die ganze Zeit machen können. Sieht aus, als könnte Cyberdriver der Überraschungshit des Jahres werden. Tja, wir warten mal lieber nicht auf eine Dankeskarte von HMP. Nope. Unser Home-CEO hat seine Software wohl an seiner Familie getestet. Das ist ein Witz. Seine Frau lässt sich scheiden und gibt illegale Überwachung eines Minderjährigen an. Wow, also kommt er in den Knast? Im Moment ist alles nur Vermutung, aber könnte sein. Offenbar werden die Leute doch etwas sauer, wenn man sie ausspioniert. Ja. Wer hatte das geahnt? Ach so, was mir noch aufgefallen ist, keine Ahnung, was die so treiben hier, die Hacker-Crew, ja. Aber die haben erstens feinstes Equipment, hacken Kohle weg und nehmen das irgendwo weg. So viel zu den moralischen Entscheidungen, ne? Ich wollte dir nur für das danken, was du beim Swelter Skelter für uns getan hast. Wären wir dort geblieben, angepisst, deprimiert, verloren, wäre die Gruppe jetzt Geschichte. Du bist der Neue und hast für uns alle einen kühlen Kopf bewahrt. Ja. Hey, wir sind ein Team, oder? Dank dir. Okay, verstanden, hör auf. Wirst nicht gern gelobt, was? Du bist ein echt toller Mann. Du glorreicher Held, du. Aufhören! Meine Eltern wollten, dass ich mich bei Noodle bewerbe. Ehrlich? Ich habe sogar diesen irren, geisteskranken Analysetest gemacht. Hab gehört, der Test ist echt hart. Nicht so schlimm, wenn du nicht bestanden hast. Ha, leck mich. Ich hatte 96%. Fuck, du bist ein Monster. Wie gut war Horatio? Ich habe ihm meins gezeigt. Er will mir seins nicht zeigen. Aber Horatio ist tot, ja. Wir haben ein Todesopfer zu beklagen, ne? Hast da ja einen krassen PR-Stunt hingelegt. Ja, ich habe mich mehr auf den Bloß-nicht-Sterben-Teil konzentriert. Wie ist das so, das System aus der Nähe zu bekämpfen? Deutlich lauter. Und es wird mehr auf einen geschossen. Aus dir machen wir noch einen Anarchisten. Das FBI will in unser Gebiet eindringen. Wir haben sie blamiert, aber das bringt nichts. Das ist das Gute an Geheimhaltung. Man erwischt sie bei was? Und sie machen einfach weiter. Aber wir passen auf. Ab jetzt haben sie es schwerer. Hoffen wir es.
Gute Arbeit, die Sache mit den Teskas. Alle DedSecs haben mitgeholfen. Bin stolz auf unseren kleinen Club. Zu schade, dass man erst nach dieser Tragödie sieht, wie sehr wir aufeinander zählen können. Sie würden für jeden von uns kämpfen, Sitara. Sie sind für uns da. Die Katzen sind blitzblank sauber. Und Kiki? Läuft optimal. Keine Sorge. Wir haben alle Follower-Daten. Und bei den Back-Channels haben wir auch Hilfe. Sogar ein paar ehemalige Prime-8. Prime-8? Wirklich? Können wir die zuerst impfen lassen, bevor die rein dürfen? Wir haben sie schon kastriert. Ich glaube, das lassen wir an der Stelle. Wir können jetzt wirklich hier jedes... Das habe ich nicht getan. Wir können wirklich für jede Mission, die wir gemacht haben, hier die Leute befragen. Oh mein Gott, wir haben das nicht gemacht. Ich würde mal sagen an der Stelle... Vielen, vielen Dank. Erstens, dass ihr... mein Gequatsche hier am Abspann miterlebt und mitgetragen habt und vielleicht sogar mitkommentiert oder es euch zu Geiste geführt habt oder was auch immer. Und vielen Dank für ja, das Begleiten bei diesem Let's Play. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, hatte ich ja schon erwähnt, wenngleich es so ein paar Phasen gab, wo du dachtest, oh, ja, und wo es eben halt so sehr aufgesetzt wirkt, aber es ist halt Fiktion, eine realistisch anmutende Fiktion. Guck mal, eine VR-Brille da. Wow. Ja, und aha. Ja, was soll ich sagen? Also, vielen Dank jedenfalls und wir sehen uns in einem weiteren irgendwas Let's Play. Was es werden wird, was es sein wird, weiß ich an der Stelle noch überhaupt nicht. Wahrscheinlich ist es dann wieder so ein aus der Hüfte geschossen. Schön wäre es ja wieder so etwas Längeres, so wie das hier oder wie andere Open-World-Spiele. Lassen wir uns überraschen. In diesem Sinne, tschö mit ö, euer Firefox.